Hi, ich bin hier gerade in Graubünden unterwegs, oberhalb von Zernetz, und heute geht es für mich tiefer in den Schweizerischen Nationalpark hinein. Wer von euch hat denn schon mal einen Nationalpark besucht, und wenn ja, wo wart ihr da unterwegs und was habt ihr da gemacht? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare hinein, und ansonsten hoffe ich, dass ich heute einige Wildtiere sehen werde. Und damit wir die Tierchen auch sehen, holen wir uns jetzt erstmal Ferngläser im Nationalparkzentrum ab. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Super, danke schön. Zweimal. Und siehst schon was? Ja, also ich sehe da drüben. Spatz oder so. Hier habe ich noch keine entdeckt. Aber die wollen wir jetzt im Nationalpark suchen. Hier sieht man auch schon sehr gut, wo wir jetzt langlaufen werden. Wir starten hier. Dann geht es hier rein in den Nationalpark bis zu der Hütte. Dort werden wir übernachten. Und dann laufen wir morgen hier wieder raus. Shane. Felix ist ja wie immer auch mit dabei, hinter der Kamera. Hallo Felix. Servus. Hast du schon mal eine Wildtierbeobachtung gemacht? Ja, in Afrika, eine Safari. Hab Elefanten gesehen. Klingt auch super spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute keine Elefanten sehen werden. Aber dafür gibt es hier auch große Tiere. Es soll hier nämlich Bären, Luchse und Wölfe geben. Dazu müssten wir aber relativ viel Glück haben, um die zu sehen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass wir Huftiere wie Rotwild oder Gämsen oder Steinböcke sehen. Und auch Murmeltiere. Und die sollen jetzt zu der Zeit sogar Junge haben. Sehr schön. Gut, dass wir das Fernglas dabei haben. Schaut mal, wie der wächst. Einfach so ein Boden her, der gemeine Bodenbaum. Mega klar das Wasser. Es ist so cool, hier durchzulaufen. Es ist alles so wild und naturbelassen. Wir haben da Flüsse gequert, sind durch diese knorzigen Wälder gelaufen, die so ein bisschen an einen zauberhaften Märchenwald erinnert haben, weil einfach nicht so wirklich strack gewachsen ist. Und jetzt sind wir an der Hütte, an der einzigen Hütte, die zu Fuß hier im Nationalpark erreichbar ist. Da werden wir jetzt auch übernachten und morgen dann ganz früh und hoffentlich ausgeruht aufstehen, damit wir dann auch die Tierchen sehen können. Gleich was zu essen abholen. Kleine Blumenschuhe. Ich schlaf oben. Ich wollte gerade fragen, aber gut, Felix hat schon ausgesucht. Ich schlaf eh lieber unten. Gute Nacht. Guten Morgen. Gut geschlafen. Ja, jetzt geht's weiter da hoch durch den Wald in Richtung Murtersattel. Und dort soll man eine richtig gute Aussicht haben. Na dann. Wir haben schon Überbleibsel von einer Gams gefunden. Wildtierbeobachtung können wir. Es wird sonniger, blauer Himmel kommt durch. Schön. Murmeltier. Irgendwo ist ein Murmeltier. Man sieht auf jeden Fall schon, wo sie überall wohnen. Na, ist jemand zu Hause? Da ist noch eins. Ganz viele überall. Ist das süß. Hast du gerade dem Murmeltier gewunken? Nein, sondern Hans, unserem Nationalpark-Ranger. Der wartet da oben schon auf uns. Hallo. Ja, hallo.
Guten Morgen. Was ist denn da? Voll mit dem Nebel da unten im Tal, dem super Panorama dahinter. Das wäre ja so langweilig, wenn es nur blau wäre. Ja, voll. Ja. Da hinten hat es 80 Gämsen. Echt? 10 Steinböcke. Krass. 10 Hirsche. Die Murmeltiere habt ihr ja schon gesehen. Ja. Wir haben auch schon einen Baum im Nebel beobachtet, den ganz, ganz lange, weil wir dachten, das wäre ein Tier. Hans läuft hier super zielsicher rum und sieht überall Tiere. Ich muss immer ewig gucken, bis ich dem dann folgen kann, wo sich wirklich was bewegt. Wie machst du das, dass du die Tiere so findest? Das ist eine Übungssache. Ich meine, ich habe das so viele Male gemacht in meinem Leben. Und, dann zuerst schaust du mal mit dem Fernglas. Mhm. Und wenn du dann irgendwo was Kleines gesehen hast, dann nimmst du das Fernrohr raus und versuchst dann die Stelle zu finden. Das ist nicht immer ganz so einfach, vor allem wenn es irgendeinen riesen Schutthang hat und alle Steine sehen etwa gleich aus und dann musst du da drin das Tier finden. Ziemlich anspruchsvoll, aber irgendwie geht's dann. Gibt es irgendwelche Stellen, die besonders prädestiniert sind, um Tiere zu finden? Also hier ist es wirklich fantastisch. Also ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier über den Motorsattel gelaufen wäre und wirklich keine Tiere gesehen hätte. Das gibt's eigentlich nicht. Perfekt, dann halten wir uns jetzt nicht länger mit Gesprächen auf, sondern dann suchen wir jetzt direkt Steinböcke. Ja, hier riecht es so richtig nach Steinbock. Man merkt es so ziegenartig. Ja, es riecht echt nach Ziegel. Genau, und die suchen sich auch immer die Pflöcke, da diese Markierungen vom Wanderweg. Mhm. Da kratzen sie sich dann dran und die riechen dann so richtig deftig nach Steinbock. Die schnuppern da oben mal. Genau. Man kann das ganz cool mit dem Handy aufnehmen, wenn man genau die Linse der Kamera auf das Fernrohr legt, ein bisschen reinzoomt und dann muss man das möglichst ruhig halten. Wir hier mit drei Händen, hier einen grasenden Steinbock. Ah, jetzt wird er wieder unscharf. Komm her. Er guckt uns direkt an mit einem richtig mächtigen Geweih. Wieder was entdeckt. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Das ist ein lustiges Bild. Im Vordergrund sind zwei Murmeltiere und hinten ist die Gämse. Da hinten ist übrigens der Blockgletscher Valsassa. Das ist der größte Blockgletscher der Alpen. Und die Besonderheit davon ist, dass das nicht einfach so eine Eismasse ist, die auf dem Geröll drauf liegt, sondern vielmehr so eine Geröll-Eis-Mischmasse. Wahnsinn, jetzt blicken wir auch gleich über die andere Seite hinweg. Und auch da hängen die Nebel noch richtig tief unten im Tal drin. Hier sehen wir sogar Hirsche. Drei Stück sind da. Einer grast und zwei liegen. Ja, das sind drei Hirschstiere. Man sieht gut die Geweihe. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass die jetzt noch beisammen sind, weil jetzt beginnt dann nächstens die Brunftzeit. Das heißt dann, dass die sich natürlich dann wild bekämpfen. Also da geht es dann darum, wer ist das Stärkste. Und ich denke, das sind so die letzten Bilder, die wir jetzt noch sehen können, wo die so friedlich beieinander sind. Da ist dann Schluss. Da wird nur noch gerührt und gekämpft. Und weil das sieht hier noch nach Harmonie pur aus, ja. Gell? Und nun geht's wieder bergab ins Spöltal runter und dann zurück zum Ausgangspunkt. Mega stark, da oben sind Bartgeier. Genau über uns drüber. Das war's. Es ging jetzt die letzten Meter wieder bergab durch den Wald und ich bin beeindruckt, was wir heute alles für Tiere gesehen haben. Als wir gestern losgelaufen sind, dachte ich so, okay, man braucht wahrscheinlich schon echt viel Glück, um da so ein Tier auch filmen zu können. Und dann haben wir heute Morgen erstmal 10 Minuten so einen Baum im Nebel angeguckt. Da dachte ich schon, okay, das erste Tier. Dann haben wir ein Murmeltier gefunden und am Ende war ich total
ja, fasziniert, wie viele Tiere hier tatsächlich leben. Es lohnt sich also wirklich, das mal nachzumachen, auch alleine wegen der Natur, um hier durchzuwandern. Ich fand es richtig, richtig schön. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann zeigt mir das doch bitte durch ein Gefällt mir unter diesem Video oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Bis dann! Und jetzt werfe ich nochmal einen Blick in die Schlucht. Geht schon steil runter.